Willkommen zurück zum Tag 2 unseres Abenteuers. Heute werden wir uns um den Hausbau kümmern. Zunächst müssen wir uns aber erstmal eine Axt fertigen. Dazu brauchen wir ein paar Stöckchen und Steine. Ein Stein. Dann haben wir gleich noch einen Stein und noch einen Stein. Ach. So, eine Axt. Cool. Steinaxt, legen wir uns ab den Slot 1. So, und ehe wir loslegen, Bäume zu fällen, legen wir erst einmal einiges ab hier. Und essen müssen wir auch was. So, den Dinger legen wir ab. Die Steine. Das Stroh. So. Und essen. Ein Haferbrötchen. Und zwei, drei Portionen Trockenfleisch reicht erstmal. So, ich denke mal, hier werden wir unser Haus herbauen. Werden wir etwas räumen hier. Mal gucken, ob hier noch ein paar Steine rumliegen, die wir erstmal noch wegnehmen. Die Stöckchen räumen wir gleich erstmal weg. Steine sehe ich jetzt im Moment keine hier. Nein, so. Bäume fällen. 5 Stück müssen wir fällen. Das ist unsere Aufgabe. Und die werden wir auch brauchen. Baum fällt. Er liegt aber hier da. Mal den Kopf einziehen, nicht, dass wir noch das. Die Stämme und Dates kriegen. Das Stöckchen erstmal. Oh, ein Pilz. Schon wieder überladen, schaffen wir erstmal raus. Auf dem Weg wo wir den anderen Kram liegen haben, hier oben. Hier brauchen wir nichts, hier drüben. Hier drüben werden wir dann übrigens unsere Felder anlegen, denke ich mir. Deswegen können wir da drüben jetzt schon langsam, können wir da drüben roten. Oh, wieder ein paar Pilze. Also Nahrung im Überfluss finden wir hier.
So, jetzt werden wir erstmal das Fundament bauen für unser Haus. Aber bevor wir das bauen, werde ich erstmal eine grobe Richtung vorgeben, indem ich ein Feld baue, um es das Haus daran auszurichten. Und Nutzpflanzen, ein Feld. Braucht nicht lang zu sein, sondern nur so Stöckchen hier stehen. So. Jetzt erstmal schnell speichern. Wenn das Haus nicht richtig steht, nicht nach unseren Vorstellungen steht, brauchen wir bloß über F9 zurück zum Laden. So. Die Tür zeigt übrigens immer zu uns, wenn wir ein neues Gebäude bauen. So, ich denke mal, steht recht gut. Gucken wir mal. So richtig gefällt mir es nicht. Also zurück. Zurück. Zweiter Versuch. So, könnte ungefähr die Richtung stimmen. So, nochmal. Ah ja, jetzt steht es mir auch bedeutend besser. Schon fast perfekt. Gut, lassen wir so. Jetzt nehmen wir uns den Hammer. Legen uns auf den Slot 2. Und reißen ab das Feld. Was ist jetzt? Oh, in dem Update, was jetzt zwischendurch gekommen ist, haben sich die Farben der Phantomgebäude geändert. Sonst war das immer grün, jetzt ist es mehr, wie kann man das bezeichnen, himmelblau. Gut, jetzt suchen wir uns gleich noch ein paar Stöckchen zusammen. Wir werden noch einige brauchen. Hier stehen sie rum. Die wir einstecken haben, werden nicht reichen für das Gebäude. Das Haus. So, und dann, wir müssen sowieso noch einen Baum fällen. Werden wir gleich das noch erledigen. Und hier vorne. Die zwei oder drei, die wir zwei werden wir noch umlegen. Wir brauchen noch Rundhölzer fürs Dach. Also sind wir jetzt in der Entwicklerversion 0503.
Mikro müssen wir liegen lassen, sonst sind wir zu schwer. Kann man irgendwas ablegen? Rundhölzer ablegen, sonst kommen wir gar nicht vorwärts. Vier Stück legen wir ab. Vier Stück. Akzeptieren. So, gut, jetzt können wir uns besser bewegen. Wechseln wir gleich wieder zum Hammer. So, los geht's, der Hannesbau. So, holen wir uns die Rundhölzer hier. So haben wir 8 Stück. So, und die 4 Stück, die wir haben ablegen müssen. So, jetzt können wir unser Dach bauen. Zwischendurch auch fix nochmal runter ans Wasser, etwas trinken. Stroh mitnehmen. Das werden wir jetzt brauchen. Die Stöckchen können wir ablegen. Können wir nachher in unsere Truhe reinlegen. So. Fertig. So, unser erstes Haus haben wir gebaut. Machen wir gleich mal die Truhe auf und legen einige Sachen ab. Kohlsamen. Leinsamen. Die Federn. Das ist übrigens jetzt schön. Die Federn fallen beim Fällen von Bäumen an. Früher musste man die extra suchen. Jetzt sind sie ganz automatisch im Inventar. Braucht man also nicht mehr suchen. So, das Essen tun wir auch raus. Brauchen wir auch nicht mit uns rumtragen. Die Äpfel, den breitblättrigen Wegerich legen wir auch ab, denn wir gehen jetzt erstmal nicht auf die Jagd. Die Kupfersichel tun wir weg. Und den hölzernen Hammer, auch wenn er bloß noch 8% hat, den tun wir auch weg. Und den Strohhut legen wir auch hier rein. Haben insgesamt fast 13 Kilo schon in unserer Truhe. Jetzt holen wir noch die Stöckchen, den Dünger und die Steine.
können wir nämlich anfangen, uns ein Feld anzulegen. So, da brauchen wir ein Rundholz, das brauchen wir wieder, damit wir uns eine hölzerne, halt zurück, ja, eine hölzerne Hacke bauen. Wir brauchen ein Rundholz und 5 Stöckchen. So, machen wir uns eine Hacke zum Roten des Feldes. So, jetzt suchen wir uns eine Stelle, wo wir das Feld hinbauen. Also anlegen, hinbauen, klingt ein bisschen komisch. So. Machen wir mal gleich hier neben unser Haus, damit wir nicht so weit haben. Wird sowieso im Laufe des Spieles wieder entfernt, dieses Feld. Also Kuh, bauen, Nutzpflanzen, Feld. 1, 2, 3 breit. 12 wollten wir machen, 12 Felder, also 4 lang. 3 mal 4. So. Jetzt schnappen wir uns unsere Hacke. Aber wir müssen, auf alle Fälle müssen wir auf die Jagd gehen. Es nützt nichts. Wir brauchen Leder, damit wir uns einen Beutel herstellen können, in dem wir unseren Samen und unseren Dünger ausbringen können. So. Ein Feld haben wir uns. Ein Feld ist ein Beet. Die Hacke tun wir erstmal hier rein. So, wo ist sie hier? In der Truhe. So, was ist unsere nächste Aufgabe? Wir sollen eine Hasenfalle bauen. Dazu brauchen wir wieder Stöckchen. Wir lassen die in der Truhe liegen und suchen uns die 10 Stück. Oh ne, die haben wir ja schon einstecken. Na ja, gut. So. Die bauen wir ein bisschen hierher, nicht so direkt neben das Haus. Das soll ja auch was. Wir wollen ja auch was fangen in der Falle, nicht direkt neben dem Haus. So. Kuh. Eine Hasenfalle. So, werden wir sehen. Die nächste Aufgabe ist Speere bauen, also wir müssen jetzt sowieso auf die Jagd gehen. Da haben wir uns jetzt hier so ein Ahorn um. Oder so ein, nee, hier den Ahorn nehmen wir gleich. Haben wir sowieso weg. Aber vorher müssen wir uns noch, dürfen nicht vergessen, immer auf die Jagd gehen, uns noch ein Steinmesser anfertigen, sonst können wir das erlegte Tier nicht heute, denn wir haben noch keins einstecken. So, gucken wir mal, ob wir jetzt hier noch fix 2 Steine, doch hier unten finden wir auf alle Fälle Steine. Da ist schon einer. Und da ist noch einer. So, jetzt fertigen wir uns ein Messer. Das positionieren wir uns. Ich mache das immerhin auf der 8. So, ist egal wo es ist. So, jetzt Beere. 4 Rundhölzer haben wir, also machen wir uns jetzt 4 Speere. Ich hoffe, dass wir da oben gleich was finden zum Jagen. So, gut, die Speere legen wir uns jetzt auf der 1. Und jetzt nehmen wir der 1. Zack, jetzt haben wir Speere in der Hand. Hier auch rein.
sehen, ob wir das Glück haben und gleich ein Wildschwein finden. Da ist doch schon eins. Wildschweine sind eigentlich immer noch die beste Jagdbeute. So. Rehe und Hirsche, die hauen immer zu schnell ab, den musst du immer nachher flitzen. Aber ich denke mir, zweimal Leder brauchen. Oder waren es drei? Dreimal Leder. Vier Einbeutel. So, wir haben Fleisch, das können wir uns nachher schon braten. Leder haben wir zwei, also brauchen wir noch ein Wildschwein. Mal schauen. Sind ja meistens, treten sie ja im Rudel auf. Aber das, wie es so ist, wenn du so ein Vieh suchst, findest du es nicht. Da ist nur ein Einzelgänger unterwegs. Ich habe mir es doch fast gedacht. Nehmen wir wenigstens erstmal hier oben noch ein paar Pilze mit. Aber wir brauchen ja auch nicht in Hektik verfallen. Wir haben ja insgesamt 4 Tage pro Saison, pro Jahreszeit. Haben wir noch genügend Zeit. Unseren Leinensamen, den werden wir als erstes ausbringen, damit wir aus den Flachshalmen später Leinenfäden herstellen können, um uns gegebenenfalls einen Bogen zu bauen. Aber leider kein Wildschwein in der Nähe. Wo ist die Sau? Nix. So, dann müssen wir doch uns über einen Hirsch hermachen oder einen Hirsch oder ein Reh. Ja, ist schon eins, da laufen wir mal etwas langsamer. Gehen wir in die Hocke mit der Steuerungstaste und schleichen uns an. Sperrenwurfstellung. So, wir haben Kopftreffer gelandet. Dürfte nicht mehr so sehr viel passieren, denke ich mir. Das ist schon aber schon ein bisschen makaber, wie die mit dem Speer im Schädel durch den Wald flitzen. So, und jetzt hat es 2 drin. Oh Gott. Mit 3 Speeren im Schädel fällt jetzt um. So, jetzt haben wir auch Leder, um uns den Beutel zu fertigen. So, und Fleisch haben wir. Da können wir schon mal ein bisschen Fleisch nachher braten. Dann haben wir gleich mal hier die vielen Äste mit, die vielen Stöckchen, die hier rumliegen. Und wir haben schon die wichtigen Aufgaben, die uns im Story Quest aufgestellt worden sind, haben wir erledigt. Nur noch überlebe eine Jahreszeit. Ich denke mir, das sollte eins unserer leichtesten Übungen sein, den Frühling zu überleben. Schlimmer wäre doch im Winter, bei Eiseskälte.
So, jetzt nehmen wir hier noch die Pilze mit. Und der zweite Tag neigt sich auch langsam dem Ende. So, jetzt haben wir noch ein paar Pilze mitgenommen, ein paar Steine sammeln, jetzt haben wir schon wieder zu viel an Gewicht. Aber die paar Pilze, die tragen wir noch weg. Das ist ja nicht so, dass wir gleich uns nicht mehr bewegen können. Die Beeren nehmen wir auch mit. Auch wenn wir schon viel Gewicht haben, die schmeißen wir in unsere Hütte, nehmt die Truhe. Denn so war es jedenfalls bisher. Beim Jahreszeitenwechsel sind die verdorben und aus verdorbenen, aus vergammelten kann man dann, wenn man eine Scheune hat, Dinger herstellen. Und da sparen wir uns viel, viel Geld. Aus 10-mal verdorbenen kann man einmal Dünger herstellen. Und das ist eine kleine Mühe, ein paar Beeren zusammenzusammeln. So, jetzt haben wir 121 mal Beeren gesammelt. Das würde bedeuten, wir haben schon wieder das Material für 12 mal Dünger. So, jetzt begeben wir uns in unsere Hütte, braten uns unser Fleisch und legen uns hin. Wir haben unser Tagwerk vollbracht, ausgebaut, waren auf der Jagd. Ich bin Hammers, 19:05, eine gute Zeit, um Feierabend zu machen. Essen können wir auch unterwegs, fixen wir noch was, das essen wir da. Ah, ich hatte wieder den Dünger noch mit drin, na ja gut. Erstmal übermorcheln. Vorsicht vor unreifen Beeren. Die vergiften uns. Deswegen müssen wir noch Johanniskraut sammeln, dass wir da etwas auf Lager haben, falls wir ja doch. Ist mir das öfters schon passiert, dass ich im Eifer des Gefechts unreife Beeren gegessen habe. Ich habe auch schon Fliegenpilze gegessen. Nicht so, dass das nicht passieren kann. Das legen wir uns in die Truhe. Und ein-, zweimal kann man immer am Mann haben, wenn man unterwegs ist, um sich zu entgiften. So, 10-mal dürfte ich mir reichen erstmal. Und hier stehen noch schöne Morcheln. Ich weiß nicht, was die haben es mir angetan, die Pilze. Ich komme an denen nur ganz, ganz schlecht vorbei. So, nächsten Tag können wir jetzt unser Feld bestellen. So, da die Aufnahme schon wieder eine halbe Stunde dauert, fangen wir an und braten uns noch schnell das Fleisch. 8-mal. Und dann gehen wir zu Bett. So, unser Tagwerk ist vollbracht. 2-mal Fleisch
zum Abschluss des Tages genehmigen wir uns noch, wo haben wir's? Gebratenes Fleisch hier. Zwei schöne Stücken Fleisch. Den Rest tun wir erstmal in unsere Truhe. Das Johanniskraut mit rein. Die Speisemorcheln. Die Beeren werfen wir den Dünger. Federn. Das Leder. Und die Stöcke. So, jetzt haben wir schon fast 43 Kilo in unserer Truhe. Das ist sehr viel, kann man gar nicht mehr allein lagern. So, jetzt werfen wir noch die Beeren in der Ecke. Und gehen ins Bett. Also, gute Nacht, bis zum nächsten Video.